Meine Damen und Herren, liebe Studierende, wir sind nun wirklich in der letzten Sitzung, im letzten Video angekommen von der Statistik 1 Vorlesung. Und wir wollen es heute, ja, man kann auch sagen, als Ausblick aus dem klassischen Statistik 1 Curriculum hinaus nochmal eine andere Art anschauen, wie wir das, was ein Hypothesentest uns versucht zu sagen, nämlich wie wahrscheinlich sind diese Daten, wenn die Nullhypothese stimmt, etwas zu verallgemeinern auf einen bayesianischen Wahrscheinlichkeitsbegriff, der wirklich fundamental anders ist als der frequentistische. Das werden wir uns heute nochmal ein bisschen anschauen. Und wir werden ein bisschen sehen, wie in einem bayesianischen Testen, wenn man so will, sich so der Glaube zwischen zwei Hypothesen, zwischen einem Paar von Hypothesen verteilen kann. Der Glaube, habe ich gerade schon gesagt, ein Wort, was einem reinen Frequentisten, einer reinen Frequentistin nicht über die Lippen kommen würde, der Glaube an eine bestimmte Auftretenswahrscheinlichkeit. Aber das hat natürlich nichts mit Glaube im religiösen Sinne zu tun, auch wenn der Streit zwischen Frequentisten und Bayesianerinnen teilweise fast religiös anmutet. Aber wir leihen uns einfach aus, was wir davon brauchen können und bleiben ganz, soll ich sagen, unideologisch bei der ganzen Sache. Heute in diesem Video wollen wir entsprechend uns tatsächlich das anschauen, was man als bayesianisches Testen bezeichnen kann. Eine auch relativ neue Entwicklung. Ich würde sagen, die Idee ist nicht unbedingt so neu, aber die Durchführung und auch, dass Sie als Studierende Software zur Verfügung haben, mit denen Sie das einfach machen können, das ist schon eine Entwicklung der letzten fast 5 Jahre, würde ich sagen, 10 Jahre. Da gibt es leider auch nochmal technisch sozusagen, ich würde sagen, zwei wichtige Begriffe, die wir uns anschauen müssen. Das eine ist der Begriff der Likelihood, wenn der vielleicht schon mal gefallen ist. Und das andere ist der sogenannte Base-Faktor. Und dann möchte ich das Video damit beenden, damit es auch wirklich der Abschluss des Moduls ist. So eine Art Best Practice, also so eine Art hippokratischer Eid für Absolventinnen und Absolventen meiner Statistik 1 noch auszugeben, wenn Sie so wollen. Gut, hier bohrt jetzt gerade jemand. Ich weiß nicht, ob Sie das hören. Das ist natürlich auch unglaublich praktisch, wenn man so ein Video aufnimmt und es bohrt nebenher jemand in so einem Stahlbetongebäude. Ich hoffe, es funktioniert für Sie akustisch trotzdem. Vorneweg auch noch sozusagen fürs Housekeeping sollte ich erwähnen, dass wir, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten in Statistik 1, uns jetzt hätten auch noch anschauen können, wie diese ganze Logik eines Signifikanztests für eine Korrelation zum Beispiel aussieht. Wir können auch eine Korrelation testen, also dahingehend, wir könnten eine Nullhypothese darüber formulieren, wie die Korrelation auf Populationsniveau sein sollte und hätten dann ebenfalls eine nach dem zentralen Grenzwertsatz T verteilte Größe, das ist hier zu sehen, eine T verteilte Größe, die wir erwarten würden, wie sich quasi Korrelationen verteilen sollten, wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass unter der Nullhypothese zum Beispiel die Korrelation eigentlich gleich Null ist. Oder ein anderer wahrer Wert. Das könnte auch Punkt 3 sein. Aber wenn wir sozusagen unter der Nullhypothese annehmen, wie sich R verteilt, nämlich einer T-Verteilung mit n-2 Freiheitsgraden folgend, dann könnten wir auch, also wie Sie sehen, auch mit einem T-Test letztlich auch Korrelationen testen. Und auch hatten wir in der deskriptiven Statistik uns Chi-Quadrat angeguckt, hatten uns dann auch Odds-Ratio und so angeschaut, also Zusammenhangsmaße für kategoriale Daten. Und auch dort gibt es einen Signifikanztest, der dann eine Teststatistik, eine Kenngröße, das sind alles so Worte fürs gleiche, Teststatistik, diese Chi-Quadrat-Statistik, die wir ausrechnen können, die folgt nämlich einer sogenannten Chi-Quadrat-Verteilung. Was das wieder ist, wissen wir noch gar nicht. Schauen wir uns in Statistik 2 an, wollte ich hier nur erwähnt haben. Wir haben quasi auch andere Signifikanztests, außer die jetzt kennengelernten T-Tests für Mittelwertsunterschiede, die wir uns anschauen können. Gut, heute aber also soll im Mittelpunkt eine ganz andere Sicht auf Wahrscheinlichkeit nochmal stehen, nämlich die sogenannte bayesianische Sicht. Wenn man bayesianisch meint, dann meint man damit im weitesten Sinne, dass das Bayesche Theorem eine wichtige Rolle spielt, wobei man sagen muss, das Bayesche Theorem spielt auch für Frequentistinnen und Frequentisten eine große Rolle. Was wir jetzt wirklich sehen, ist, dass wir Wahrscheinlichkeit uns einfach auch vorstellen können als eine, ja, das Wichtigste steht hier gleich in der ersten Zeile, eine a posteriori Wahrscheinlichkeit, also
eine Wahrscheinlichkeit meiner Hypothese, nachdem ich die Daten schon kenne. Also nachdem ich irgendwie mehr über die Welt weiß als vorher, deshalb a posteriori, gegeben was Empirisches, gegeben Daten, die ich beobachtet habe, diese bedingte Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese, gegeben die Daten, die stellen wir uns bayesianisch quasi als Glauben vor. Wir fragen eigentlich, wie sehr soll ich glauben, wie sehr soll ich an diese Hypothese glauben? Und das hängt jetzt letztlich von zwei großen Dingen ab. Die zwei großen Beiträge sind hier zum einen die Daten, alles was mit D hier drüben zu tun hat, und die Hypothese selber. Also was ich a priori aller Daten eigentlich geglaubt habe, ist diese Hypothese wahr oder nicht. Als Fußnote, wenn Sie die Signifikanztest-Videos schon angeschaut haben, da habe ich im letzten Video der Kritik des Signifikanztests einmal, also ich habe es mich kaum getraut, laut zu sagen, aber ich habe doch einmal ausgesprochen, ob nicht die Nullhypothesen, wie wir sie meistens testen, nicht eh quasi immer eigentlich falsch sein müssen. Nämlich die Nullhypothese besagt ja sehr oft als Punkthypothese, ein Wert ist genau Null zum Beispiel, ein Unterschied zwischen zwei Populationen ist genau Null. Das ist so unwahrscheinlich, dass wir jetzt in dieser Logik hier sagen könnten, a priori ist die Nullhypothese, könnten wir jetzt formulieren, eh nie besonders wahrscheinlich. Aber allgemeiner gesprochen, bayesianisch wird es jetzt also darum gehen, Vorannahmen, a priori Wahrscheinlichkeiten zu irgendwie mathematisch auch zu integrieren, zu gewichten mit dem, was wir jetzt neu wissen, nämlich unsere Beobachtungen, Daten. Wir könnten also auch, Achtung, durch ganz einfache Umstellung. Ich nehme nur dieses Bayesche Theorem, habe ich jetzt hier schon ausgegraut, aber Sie sehen es noch. Ich kann das ja auch einfach umstellen, indem ich sage, der Ausdruck geteilt durch diese a priori Wahrscheinlichkeit ergibt dann sozusagen hier so eine uns jetzt gar nicht weiter interessierende gar nicht uns interessierendes Verhältnis von P Daten gegeben, die Hypothese. Dieses Graue jetzt hier, das ignoriere ich einfach mal. Worum es mir kurz ging, ist, dass ich durch diese Umstellung hier sozusagen einen Ausdruck nochmal vor Augen habe, der mir sagt, jetzt, wo ich die Daten D kenne, also jetzt habe ich eine bedingte Wahrscheinlichkeit meiner Hypothese auf einmal, nämlich bedingt auf die Daten. Die Daten sind, was sie sind. Die habe ich jetzt gemessen. Wie hat sich quasi das verändert? Vorher hatte ich eine irgendwie noch nicht durch Daten eingeschränkte Wahrscheinlichkeit für die Hypothese, die konnte auch sehr, sehr klein sein. Und jetzt hat sich das eben vielleicht verändert. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese gegeben, die Daten, vielleicht gestiegen oder gesunken. Und es wäre doch schön, wenn wir irgendwie darüber ein bisschen was Genaueres sagen könnten. Bitte vergleichen Sie, drücken Sie vielleicht sonst auch mal kurz Stopp, bevor ich überhaupt weiterrede, und vergleichen Sie diesen Ausdruck hier oben, der jetzt hier steht oder hier im Zähler steht. Wahrscheinlichkeit der Hypothese gegeben, die Daten. Vergleichen Sie das mal kurz mit dem frequentistischen, fischerschen P-Wert, den wir bestimmt hatten, ja, und wie wir den definiert hatten. Und auch denken Sie an die vielen Fehldefinitionen des P-Werts, die wir hatten, die alle immer um irgendwie die Wahrscheinlichkeit der Hypothese kreisten. Die waren aber alle falsch, das kann man alles gar nicht sagen. Hier, wenn wir es schaffen würden, irgendwie unsere ganze Testmaschinerie so zu überführen in was Bayesianisches, dann wären wir vielleicht auch in der Lage, wirklich was über die Wahrscheinlichkeit der Hypothese zu sagen. Oder zumindest die relative Wahrscheinlichkeit der Hypothese zu einer anderen Hypothese oder relativ dazu, bevor wir die Daten hatten. Das wäre wirklich toll. Und das probieren wir jetzt hier zu machen. Das muss ich mal kurz für Sie ein bisschen illustrieren. Was heißt denn das, mein Glauben an bestimmte wahre Werte updaten, ein a posteriori Glauben jetzt haben? Ganz einfaches Beispiel, a priori verteilt sich ja Ihr Glaube an sowas Albernes wie WG-Zimmerpreise, oder für Sie ist es vielleicht auch gar nicht albern gewesen, entschuldigen Sie, als Sie nach Lübeck kamen, haben Sie sich dafür interessiert, was kostet denn ein WG-Zimmer in Lübeck? Und Sie haben vielleicht so richtig überhaupt keine gute Vorstellung. Das heißt, das können wir uns vorstellen, wie so eine Art Gleichverteilung fast zwischen 150, sage ich mal, oder irgendeinem plausiblen unteren Wert und einem plausiblen oberen Wert, vielleicht 500 Euro oder so. Und man kann sich Ihren a priori Glauben an Zimmerpreise, an den wahren Zimmerpreis, der Sie so in Lübeck erwartet, wie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung vorstellen. Oder die Bayesianerin zumindest kann sich das so vorstellen. Die würde sagen, Ihre a priori Wahrscheinlichkeitsverteilung ist ziemlich flach,
alles möglich zwischen 150 und 500. Und jetzt gehen sie her und erheben Daten, sie samplen, wie geht es, die gehen auf wggesucht.de und gucken einfach mal nach, scrollen da so ein bisschen durch und schauen sich ein paar Zimmerpreise an. Und das macht was mit ihrem Glauben an Zimmerpreise, das ändert ihre Vorstellung, wie sich Zimmerpreise in Lübeck verteilen, was so der mittlere, der wahre Zimmerpreis in Lübeck ist. Und dann kommt vielleicht raus, ein a posteriori, ein geupdateter Belief, eine a posteriori Wahrscheinlichkeit, die dann schon eine ganz andere Form hat, die klumpt sich nämlich vielleicht so rund um, sagen wir mal, 330 Euro. Ich vermute mal, dass hier 330 steht, weil ich das vor einem Jahr oder so mal genauso durchgespielt habe. Ich habe gesagt, irgendwie habe ich versucht, mir vorzustellen, ich habe gemerkt, wie wenig ich weiß über Zimmerpreise in Lübeck. Ich weiß ein bisschen was über Mieten, Immobilien, sonst was, aber WG-Zimmer habe ich jetzt noch nie gehabt in Lübeck. Also musste ich auch mal auf WG gesucht schauen und dann habe ich gesehen, aha, oder habe vielleicht auch 20 genommen als Datenerhebung und habe dann quasi gemittelt und dann kam vielleicht 330 Euro raus. Dann wäre das sozusagen mein Updated Belief. Hier habe ich jetzt auch so ein Farbschema etabliert, das ziehe ich jetzt noch ein paar Slides, versuche ich das durchzuziehen. A priori glaube ich irgendwas in Orange, da spielen die Daten noch keine Rolle. Dann kommen die Daten rein und die Daten kommen rein, das nennen wir gleich Likelihood, das ist der bayesianische Begriff dafür. Und dann haben wir eine a posteriori Wahrscheinlichkeit, das ist dann die, die im Bayesian Theorem quasi links steht. So, also wir können das nochmal hier formalisiert hinsagen. Unser a posteriori Glaube an das, was auf der Populationsebene los ist, stellen wir uns eben vor wie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wir sagen nicht nur, wir sagen, der Wert ist so und so, sondern im Bayesianischen ist Wahrscheinlichkeit immer sozusagen so eine Verteilung möglicher Werte. Aber die kann jetzt eben a posteriori sehr genau sein. Die kann sich sehr genau um einen Erwartungswert, die kann schön symmetrisch um einen Erwartungswert oder diesen mittleren Zimmerpreis sich vielleicht bewegen. Aber wie kommt die zustande? Das ist irgendwie proportional zu, sagen wir. Da machen wir hier diesen Proportional-Fisch, der so ein bisschen wie so ein Alpha aussieht. Ist proportional zu der sogenannten Likelihood und der sogenannten Prior Probability. Hier unten sehen Sie es nochmal, wie es im Bayes-Theorem ganz genau war. Die Hypothese hier sieht ein bisschen finnisch aus. Die hat zwei Y, verzeihen Sie das. Wir hatten gesagt, die posteriore Wahrscheinlichkeit ist also die Wahrscheinlichkeit unserer Hypothese, jetzt nachdem wir Daten haben, gegeben die Daten. Und die können wir ausrechnen, ganz genau ausrechnen, wenn wir die Wahrscheinlichkeit dieser Daten haben. Da haben wir gesagt, das ist manchmal ein bisschen ein Problem. Und deshalb lassen wir das hier oben ja auch weg und schreiben deshalb nur, ist proportional zu. Und das hier ist im Prinzip dieser Zähler. Die Likelihood ist also die Wahrscheinlichkeit der Daten, wenn diese Hypothese stimmt, also wenn diese Hypothese stimmt, wie wahrscheinlich ist es dann, diese Daten zu bekommen? Erinnert verdammt an einen P-Wert, oder? Gewichtet mit dem, was ich so a priori aber geglaubt habe. Und das ist eben was, das ist wirklich das genuin Bayesianische, ist, dass ich mich vorher schon festlegen muss, wie stark ich eigentlich jetzt a priori der Daten an die Hypothese glaube. Das ist auch was ein Frequentist nicht machen möchte. Der möchte nicht darüber spekulieren, wie wahrscheinlich eine Hypothese ist, der möchte einfach die Daten sich anschauen. Fischer war sozusagen einer, der hat hier auf der Likelihood rumgeritten und die Bayesianer sagen, nee, du hast immer schon Vorannahmen darüber, wie wahrscheinlich eine Hypothese ist. Ja? Genau, und hier unten ist nur nochmal das Kleingedruckte, warum wir hier eben ist proportional schreiben und nicht gleich. Letztlich, weil wir diese sogenannte Marginal Probability, wie wahrscheinlich sind die Daten unter allen möglichen Hypothesen, oft nicht so einfach ausrechnen können. Wenn wir diese Posterior im Bayesianischen ganz genau beziffern wollen, müssen wir das aber irgendwie machen. Sage ich Ihnen aber gleich, brauchen wir uns jetzt in der Statistik 1 nicht drum kümmern. Für mich, bitte verlieren Sie sich hier gar nicht in diesen Formeln. Merken Sie sich das und bleiben Sie gern bei dem WG-Zimmerbeispiel. Bayesianisch ist die Posterior Probability ein Prior, der mit Daten geupdatet wurde, sozusagen. So, also, wie könnte das jetzt gehen? In der bayesianischen Statistik würden wir sagen,
Wenn wir den wahren Wert einer Größe schätzen wollen oder eine Hypothese betreffend dieses Wertes testen wollen, so bestimmen wir die Verteilung dieser Größe. Wir bestimmen nicht irgendwie einen Wert, sondern es wird darauf hinauslaufen, dass das Ergebnis bayesianischer Statistik immer eigentlich eine sogenannte a posteriori Verteilung ist. Wir sehen, wenn wir jetzt eine 20 Minuten vorspulen würden oder so, würden wir dann sehen, dass das natürlich wiederum eine Verwandtschaft hat zu dem, was wir in der Statistik 1 mit dem Konfidenzintervall machen wollten. Da wollten wir eigentlich auch sowas machen. Wir wollten sagen, in welchem Bereich liegt wie wahrscheinlich der wahre Wert? Und dann hatten wir gemerkt, oh, das dürfen wir eigentlich gar nicht sagen, weil wir dürfen nicht über den wahren Wert in einem frequentistischen Neyman-Pearson-Sinne hat der wahre Wert keine Wahrscheinlichkeit, sondern der liegt, wo er liegt. Das liberalisiert sich jetzt sozusagen im Bayesianischen. Da sagen wir doch, wir drücken das gerne aus, unseren Subjective Belief an verschiedene mögliche Werte des wahren, des Populationsparameters, das drücken wir gerne in einer Verteilung aus, in einer a posteriori Verteilung, posterior distribution. Und damit haben wir quasi den Hauptunterschied zwischen bayesianischer Inferenzstatistik und frequentistischer Inferenzstatistik nochmal gut benannt. Es handelt sich dann nicht um die Verteilung von Ergebnissen eines Zufallsexperiments, wie wir das in der Wahrscheinlichkeit, in der frequentistischen Wahrscheinlichkeit uns etabliert hatten, wo der wahre Wert feststeht und lediglich unbekannt ist. Was sich verteilt, was wir jetzt sozusagen zulassen, ist, dass sich der Glaube an diese Werte verteilt. Wir könnten jetzt also immer auf die Y-Achse, wenn wir, wir sehen meine Hand nicht, weil die Kamera da abgeschnitten ist, auf die Y-Achse von solchen Posterior und auch Prior Distributions könnten wir quasi immer Belief oder Glaube schreiben. Wir können da auch Wahrscheinlichkeit hinschreiben, aber im Bayesianischen ist es eben sozusagen ein Glaube an bestimmte Werte, die Stärke unseres Glaubens an bestimmte wahre Populationswerte. Ich hatte Ihnen das vielleicht nur nochmal zur Illustration für die eine oder den anderen. In der Einführungssitzung mal eine ganz kleine Geschichte erzählt, da hatte ich gesagt, als Szenario in der Uni-Bibliothek habe jemand ihre Tasche vergessen und wir hatten uns dann gefragt, so vor unserem inneren Auge, wie würden wir die Wahrscheinlichkeit beziffern, dass das einer Studierenden passiert ist oder dass sich hier um eine Studierende handelt. Wahrscheinlich war das relativ hoch, auch letztlich, weil ich Ihnen hier natürlich auch schon vorab Informationen gebe mit Uni-Bibliothek. Sie imaginieren sich jetzt vielleicht selber in der Uni-Bibliothek. Also irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich hoch, dass es Studierender ist. Dann kommt jetzt eine zusätzliche Information rein. Wir könnten sagen, Daten kommen rein. Nämlich die Tasche enthielt Blutdruckmedikamente und ein Opernabo. In dieser kleinen comichaften Geschichte hier sind es jetzt also zwei Klischees sozusagen, die mit älteren Menschen verbunden sind. Und auf der Basis dieser Klischees, dieser Daten, dieser Zusatzinformation, passiert jetzt irgendwas mit unserem Glauben daran, dass es hier um Studierenden handelt, also an den wahren Wert. Der wahre Wert ist sozusagen, wie wahrscheinlich ist es ein Studierender, wenn man so will. Dann würden wir sagen, wenn sich das jetzt geändert hat und wir sagen, eigentlich, vielleicht könnte es, wenn wir zumindest anfangen zu zweifeln, es könnte auch mit Älteres sein, dann hat sich soeben quasi live und in Farbe ihre a priori Wahrscheinlichkeit, ihr Subjective Belief an einem bestimmten Wert aktualisiert im Lichte neuer Evidenz, im Lichte neuer Informationen, der sogenannten Likelihood. Ja? Was eigentlich passiert ist, ist, dass diese Daten, das ist sehr verwandt zum P-Wert, diese Daten, nämlich eine Tasche mit Blutdruckmedikamenten und Opernabo, die ist unwahrscheinlich, die geben die Hypothese, es handelt sich um einen Student. Also in der Likelihood muss man sagen, die Likelihood ist sozusagen niedrig unter dieser Hypothese. Und das macht was mit unserem a posteriori Glauben quasi. Die Idee bleibt also jetzt immer, dass wir sagen, wir brauchen und haben ja auch letztlich immer irgendeine Vorannahme. Das ist, um das nochmal klar zu machen, auch die Attraktivität bayesianischer Statistik, weil sich einfach zeigen lässt, dass unser letztlich das menschliche Gehirn in sehr vieler Hinsicht eigentlich auch bayesianisch funktioniert. Wir haben eben Vorannahmen über die Welt, wir haben immer irgendwelche Priors,
Und die Daten, die dann reinkommen, seien das unsere Erfahrungen, die wir machen, also auch sensorische Erfahrungen, sensomotorische Art, Lernerfahrungen, oder seien es auch einfach jetzt hier ganz formell, wie wir es in Statistik 1 machen, das Lernen durch Daten, also das Lernen durch Erheben von Daten in der Stichprobe. Das macht was mit unseren Vorannahmen und ändert diese und führt zu a posteriori Annahmen. Also, hier nochmal ein Beispiel. Wie oft kommt eigentlich Linkshändigkeit vor? Wenn das meine Forschungsfrage ist, könnte ich ja sagen, a priori alle anderen Informationen, ich weiß nichts über die Welt, kann ich sagen, es gibt Linkshänder, es gibt Rechtshänderinnen, also kommt es gleich häufig vor. Ich kann mir also, das sehen wir jetzt hier zum ersten Mal, so einen bayesianischen Prior, ich kann mir sagen, mein Belief, mein Glaube an bestimmte Werte verteilt sich, der ist nicht flach, der könnte auch flach sein, aber auf jeden Fall verteilt er sich, ist irgendwie Verteilung, und zwar könnte es also hier, Entschuldigung, es ist ganz klein geschrieben, 0 wären sozusagen zum Beispiel die, wären quasi, der Anteil Linkshänder wird jetzt hier, glaube ich, gerade ausgedrückt. Genau, die Frage ist ja, wie oft kommt Linkshändigkeit vor? Dann kann ich sagen, kommt gar nicht vor, glaube ich nicht so sehr. Kommt nur vor, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube einfach mal, weil ich habe keine Daten daran, dass es eigentlich gleich häufig vorkommt. Das heißt, am stärksten glaube ich an einen Anteil, einen Linkshänderinnenanteil von 50%, 0,5. Jetzt erhebe ich Daten. Jetzt kommt diese sogenannte Likelihood ins Spiel. Jetzt erhebe ich Daten von 250 Personen zum Beispiel. Und wir können das, oder Sie können das zu Hause auch simulieren, deshalb habe ich Ihnen hier diesen QR-Code hingemacht, mit einer kleinen Simulation, wo Sie quasi diese Priors mal ändern können und Sie können schauen, wie viele Daten Sie erheben und Sie können schauen, was dann passiert mit einem kleinen, das hat nichts mit Linkshändigkeit zu tun, dieses Beispiel, aber mit einem kleinen Demo wieder von der Brown University, aus diesem Seeing Theory. Das haben wir, glaube ich, bei den Konfidenzintervallen schon mal verwendet. Probieren Sie es gerne mal aus. Ich habe jetzt hier sozusagen Daten und was jetzt passiert, wir sehen das hier nur so ein bisschen, ist, dass ich eine Likelihood bekomme. Die Likelihood, die drückt eigentlich aus, auch wiederum eine Funktion, allerdings ist es eine Funktion des Parameters. Wir werden jetzt also sozusagen fragen, wir werden auf die x-Achse verschiedene Parameterwerte haben. Ganz analog, wie wir es hier, Entschuldigung, hier gerade hatten. Na, mal zurück. Ups. Hier haben wir es nochmal. Sehen Sie das? Hier war ja auch der Parameter quasi auf der x-Achse. Und dann hat sich a priori unser Glauben daran irgendwie verteilt. In der Likelihood ist es jetzt ganz analog dazu. Wir fragen Likelihood, eine Funktion der gemessenen Daten, der Teststatistik, des Mittelwerts zum Beispiel oder gleich hier in diesem Linkshänderbeispiel des Anteils. Wir erheben also eine Stichprobe und zählen, wie viele Linkshänderinnen haben wir dort. Und dann fragen wir eigentlich, was ist die Likelihood? Was ist also sozusagen, ja, man kann einmal auch sagen, wie wahrscheinlich ist es, so und so viele Linkshänderinnen in der Stichprobe zu beobachten, wenn das der wahre Wert ist. Und das können wir eben abtragen für viele verschiedene wahre Werte. Wir können es durchspielen sozusagen für was, wenn der wahre Wert 10% ist. Wie likely sind dann die Daten? Was, wenn er 50% ist? Was, wenn der wahre Wert 80% ist? Das erinnert uns jetzt gerade sehr an eine Binomialverteilung, oder? Dort hatten wir ja auch unsere Fragen so formuliert. Da hatten wir gesagt, wenn der wahre Wert P, der Anteil, 50% ist, Punkt 5, und wir haben in unserer Stichprobe aber nur 2 von 10 beobachtet, dann bekommt es eine relativ kleine Wahrscheinlichkeit. Also da gibt es jetzt eine sehr enge Verwandtschaft zwischen dem, wie wir in den Wahrscheinlichkeitsverteilungen vorgegangen waren und dem, was die Likelihood hier abbildet. Auf der Ordinate wäre wiederum die Wahrscheinlichkeit, also auf der Y-Achse, dass genau dieser Wert auf der X-Achse diese Daten hervorgebracht hat. Die Daten halten wir jetzt also konstant, die haben wir beobachtet und fragen, zu welcher Parameter hat mutmaßlich, das ist auch das schöne alte Wort für Likelihood, Mutmaßlichkeit, hat mutmaßlich diese Daten hervorgebracht. In diesem Demo, was Sie von der Brown University sich anschauen können, wäre das so, wir hätten eine Population, wir würden also eigentlich so eine Verteilung erwarten. Die kennen wir aber eben genau nicht. Wir ziehen dann Daten, das heißt, es regnet hier irgendwelche Daten wieder mal heraus und wir können dann die Likelihood dafür bestimmen. Wir können sagen, welcher Parameter hat diese Daten bestimmt und bekommen dann für einen bestimmten Parameterwert so einen Peak
in der Likelihood quasi. Also wie nochmal, weil die Likelihood hat eigentlich, das sieht man hier in diesem Demo nicht so schön, das schauen Sie sich mal live an, dann verstehen Sie es besser. Für unsere Zwecke hier jetzt hilft der nächste Slide uns, glaube ich, besser. Die Likelihood ist also die Wahrscheinlichkeit des wahren Wertes, die geben die Daten. Das geht schon sehr in die Richtung dessen, was wir eigentlich wollen. Nochmal ein anderes Beispiel zur Likelihood. Zu unserem Linkshänder-Beispiel kommen wir gleich zurück. Ganz unmathematisch wollte ich es Ihnen einfach auch noch einmal näher bringen. Wir können sagen, dieses kleine Gemälde hier, das sind Daten. Das ist etwas, was wir empirisch erhoben haben. Und wir fragen jetzt, wir wissen nur, Menschenhand hat dieses Bild produziert, also kein Haustier, aber mehr wissen wir eigentlich noch nicht. Und dann können wir automatisch ganz, ganz intuitiv fragen, mutmaßlich, wie alt war denn der Mensch, der sowas hervorbringt? Ja? Und dann kann ich quasi hier, das ist jetzt wirklich mal eine Likelihood-Function, zeichnen. Ich kann sagen, das wären mögliche Parameterwerte, mögliche wahre Werte des Lebensalters, die dieses Bild erzeugt haben. Und dann kann ich sagen, das ist alles eben nicht mathematisch, sondern nur so gesunder Menschenverstand. Ja, also ein Baby, was noch keinen Stift halten kann, kann nicht mal so ein Bild zeichnen. Und ein Kind, was irgendwie 6, 7, 8 Jahre alt ist, malt auch ganz andere Bilder. Vielleicht ist es gerade ein Kind, was anfängt, irgendwie mit einem Stift zu hantieren. Vielleicht ist es 2 Jahre, vielleicht ist es 3 Jahre, genau weiß ich es nicht. Und dieses genau weiß ich es nicht drückt sich also drin aus, dass es eben wiederum hier eine Funktion ist. Wir machen da nicht einen Strich und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Daten von einer 3-Jährigen erzeugt worden sind, sind 1 und von einer 2 oder 4 oder 5 oder 1-Jährigen sind 0, sondern das drückt sich sozusagen hier wiederum in so einer schönen, irgendwie geglätteten Funktion aus. Das ist die Likelihood-Funktion. Wie wahrscheinlich sind die Daten gegeben, verschiedene mögliche Parameterwerte. Und was man jetzt ganz schön sehen kann, in so einer Demonstration auch, wie Sie da bei der Brown University sich anschauen können, ist, wir fangen an mit unserem Prior und nun kommen Daten rein und wir können vielleicht auch nicht nur in so einer Demonstration auch mal nicht nur eine Stichprobe ziehen, sondern viele, viele Stichproben. Also wie wir machen viele, viele Studien zum Thema, wie ja im Übrigen zum Thema Linkshändigkeit das auch geschehen ist. Und dann sehen wir, aha, irgendwie verteilt sich jetzt a posteriori das irgendwie ganz anders. Und zwar verteilt sich unser Glaube an einen wahren Wert ziemlich schmalbandig um sowas wie 10%. Ja? Je mehr Daten wir bekommen, umso mehr verschiebt sich die Posterior Probability in diesem speziellen Fall weg von diesem Prior, weil dieser Prior eben sozusagen einfach nicht, weil die Daten, die reinkommen, Likelihood, nicht zu diesem Prior passen, sondern die Likelihood sozusagen andere Parameterwerte impliziert, nämlich Parameterwerte rund um Punkt 1, also etwa rund um 10%. Und so ergibt sich dann also nach vielen Studien, deshalb sehen Sie hier so viele kleine, so eine ganze Schar von Kurven, das ist so ein Versuch, das zu illustrieren, wie quasi immer mehr Daten dazu führen, dass quasi hier sich dann unser Glaube verfestigt an einen anderen wahren Wert. Verteilt sich immer noch, ganz genau wissen wir es nicht, aber wir glauben doch sehr stark, dass es irgendwas um Punkt 10 sein wird, dass das der wahre Wert des Parameters ist. Und damit haben wir jetzt alles vorbereitet, um zu sagen, wir könnten jetzt hergehen und einen bayesianischen Hypothesentest auch durchführen. Wir könnten sagen, wir formulieren das, was in der frequentistischen Statistik die eine Nullhypothese war, ebenfalls als ein Prior zum Beispiel. Wir werden das gleich sehen, das wird auch so eher eine Verteilung sein. Und dann schauen wir, was die Daten, die wir haben, mit diesem Prior macht. Und wenn die Daten dann im Kasten sind, können wir noch fragen, und das ist eben der große Vorteil der bayesianischen T-Tests zum Beispiel oder der bayesianischen Tests, dass sie uns eben nicht nur sagen, wie wahrscheinlich sind diese oder noch extremere Daten, falls die Nullhypothese gilt, das interessiert uns ja gar nicht so sehr, sondern wir können wirklich zwei Hypothesen gegeneinander antreten lassen. Das könnten auch zwei interessante Hypothesen sein. Und können fragen, sind die Daten wirklich unter der einen versus unter der anderen Hypothese wahrscheinlicher? Das ist was, was uns der klassische Signifikanztest nach Neyman-Pearson und nach Fischer schon gar nicht geben konnte. Das sehen wir gleich. Und
Ganz zum Schluss sehen wir auch nochmal, dass sowas, wie, was wir von einem Konfidenzintervall eigentlich wollten, nämlich auch, wie verteilt sich unser Glaube an, wo der wahre Wert liegt, jetzt, wo wir die Daten haben, auch sowas können wir aus dieser bayesianischen Idee einer a posteriori Verteilung schön bekommen. Aber der Reihe nach. Lassen Sie uns zurückgehen zu einem Beispiel, was wir auch für die Signifikanztests benutzt hatten, damit Sie auch die Parallelen sich selber nochmal anschauen können. Wir hatten formuliert eine Hypothese, eine inhaltliche Forschungshypothese, wir könnten auch sagen Alternativhypothese, nämlich Psychologinnen unterscheiden sich von Medieninformatikerinnen hinsichtlich ihrer Relevanzeinschätzung von Statistik. Wir wussten nicht genau, ist es denen wichtiger, ist es denen weniger wichtig, aber wir haben vermutet, die unterscheiden sich. Das sind unterschiedliche Populationen. Wir können also formulieren, als statistische Hypothese, das Mühe der Psychologen in ihrer mittleren Statistikrelevanzeinschätzung unterscheidet sich von dem der Medieninformatikerinnen oder Medieninformatiker. Wir hatten dazu Daten aus dem Hörsaal im Übrigen auch, an denen wir diesen Test gleich durchführen können, haben wir schon erhoben, als gute Data Scientists, möchte ich sagen, als gute Hypothesentesterinnen haben wir das natürlich vorher formuliert, dann haben wir diese Daten hier erhoben mit diesen 55 Medieninformatikerinnen und Medieninformatikern und diesen 33 Studierenden der Psychologie. Und wir sehen auch gleich nochmal das Ergebnis. Ich führe das alles jetzt mit einer Software durch, die heißt JASP, die ist letztlich mit auch öffentlichem Geld finanziert, Geld der EU, wird von dem Kollegen E.J. Wagenmarkers von der Amsterdam-Uni sehr stark gepusht, von ihm und seinen vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern entwickelt und soll eben eine Software sein, die bayesianische Statistik popularisieren soll. Sie haben mittlerweile, jetzt benutzen wir zurzeit viel Jamovi in der Ausbildung, es ändert sich aber auch wieder und wer immer dieses Video anschaut, benutzt vielleicht nochmal eine ganz andere Software, aber in Jamovi ist es so, dass sich diese bayesianischen Zusatzmodule laden lassen, die von den direkt quasi das gleiche machen wie JASP oder man benutzt einfach JASP selber, ist auch eine ganz intuitive Software, die Jamovi auch sehr ähnlich sieht. Genau, und das Schöne in JASP ist, dass wir beides machen können. Wir können in JASP einfach klassisch frequentistische T-Tests durchführen und können das dann aber ergänzen um das, worum es in JASP geht, nämlich bayesianisches Testen. Wenn ich dort konventionellen T-Test bestelle, dann bekomme ich etwas, was wir eigentlich kennen. Sie können ihn gerne nochmal zurückschauen ins andere Video. Eine T-Statistik haben wir für diesen Relevanzvergleich bekommen von minus 3,67. Zur Erinnerung, so eine T-Statistik ist immer der mittlere Unterschied, den wir beobachtet haben. Ins Verhältnis gesetzt zum hypothetisierten Unterschied unter der Nullhypothese, der war einfach 0. Also ist es sozusagen einfach der mittlere Unterschied in der Relevanzeinschätzung dieser beiden Gruppen, geteilt durch den Standardfehler dieses mittleren Unterschieds. Und der ist ein bisschen kompliziert, weil zwei Stichproben, bla bla, können Sie sich gerne nochmal anschauen. Resultiert auf jeden Fall dieser T-Wert. Mit 86 Freiheitsgraden ist es eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, so einen extremen T-Wert zu beobachten. Das sehen wir an diesem P-Wert. Wir hatten auch eine Effektstärke dort hier noch, wir bekommen hier noch eine Effektstärke. Das ist sehr schön im Sinne dessen, was ich Ihnen heute hier noch als Best Practice mitgeben will. Es ist sehr, sehr schön, dass hier nochmal die Effektstärke berichtet wird. Die ist fast eine Standardabweichung, also 0,8 Standardabweichungen, Cohen's D, Sie erinnern sich, unterscheiden die sich. Und ganz toll, das haben wir von Hand gar nie ausgerechnet, aber es ist super, dass uns die Software auch mitgibt, ein klassisches Konfidenzintervall für Cohen's D. Das heißt, wir wissen auch, hier ist ein Konfidenzintervall klassisch konstruiert worden nach einem Verfahren, das in 95% der Fälle den wahren Wert überdecken sollte. Und dann zeigt sich also ein Wertebereich, der kompatibel ist oder wenn der wahre Wert dort liegt, wäre er kompatibel mit diesen Daten von eben so etwas, von einer Standardabweichung bis ein Drittel Standardabweichung. Aber auf jeden Fall sieht es so aus, als gibt es einen Unterschied. Ja? Das sagt der konventionelle T-Test. Aber er hat eben nur diese Nullhypothese, dass es keinen gibt, einer Wahrscheinlichkeitsuntersuchung quasi unterzogen und das steckt in diesem P-Wert drin. Was bringt es uns jetzt, das Ganze bayesianisch anzupacken? Der Fokus liegt auf dem wahrscheinlich wahren Wert. In diesem Fall also geht es um den wahrscheinlichen wahren Gruppenunterschied auf Populationsebene zwischen Studierenden der Statistik und Studierenden der Medieninformatik und nicht, natürlich nicht nur diesen kleinen Gruppe von 88, die wir gemessen haben.
Und was wir jetzt gleich machen, wie es hier zweitens steht, wir versuchen mit den erhobenen Daten unsere Vorannahme, also unsere Prior Distribution, sowas hatten wir bisher überhaupt nicht, zu updaten. Denken Sie an das Linkshänderbeispiel. Ja, beim Linkshänderbeispiel gerade glaubten wir vorher Prior an Punkt 5, wussten es aber nicht genau als Anteil. Dann kamen die Daten rein und es verschob sich so, sodass wir a posteriori für dahin eher einen Warenwert rund um Punkt 1 glauben würden, 10%. Also sowas Ähnliches muss jetzt hier auch passieren. Wir müssen formulieren, was für einen Mittelwertsunterschied zwischen diesen zwei Populationen wir a priori der Daten vermuten. Und dann kommen die Daten rein und müssen das irgendwie updaten und wir erhalten eine Posterior Distribution. Also wir sehen jetzt hier auch den größten Kritikpunkt an bayesianischer Statistik, der aber sozusagen auch in so ein bisschen sowas Winkeladvokatisches reinführt. Das ist wichtig, aber für unsere Stats-1-Zwecke, glaube ich, zu vernachlässigen. Aber es ist schon gut, sich es einmal hier kurz klar zu machen. Natürlich muss ich mich beim bayesianischen Testen vorher festlegen, was ist meine Prior Distribution. Wie gehe ich jetzt mal a priori der Daten aus, dass sich der wahre Wert eigentlich verteilt. Da muss ich mich einfach auch ganz mathematisch entscheiden für eine Verteilung. Das kann eine Normalverteilung sein, das kann eine uniforme Verteilung sein, das können sogenannte Beta-Verteilungen sein, wenn es um solche Anteile geht. Da kommt jetzt so ein ganzer Zoo von möglichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Frage. Ist aber nicht so richtig unser Problem in der Statistik 1. Wir sehen jetzt hier eigentlich auf einen Blick ein sehr geschäftiger Slide, aber hier sehen wir auf einen Blick schon das ganze Ergebnis der bayesianischen Analyse, wie JASP das für uns dann auch gleich visualisiert. Hier oben haben wir ein paar Werte, müssen wir uns gleich anschauen. Vielleicht schauen wir mit dem Auge zuerst mal auf diese zwei Kurven, die hier gezeigt sind. Diese gestrichelte Kurve, was könnte das sein? Wenn man keine Ahnung hat, erstmal gucken, was steht an den Achsen. Hier steht Effektstärke in griechisch Delta. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, nach allem, was wir erzählt haben, wenn es um einen wahren Wert auf Populationsebene geht, dann macht es Sinn, das auch mal streng nicht mit Cohen's D oder so zu bezeichnen, sondern mit letztlich Delta, Cohen's Delta. Das ist also offensichtlich der Unterschied auf Populationsebene. Hier Density, also eine Art Wahrscheinlichkeitsverteilung, eine Dichtefunktion, weil das ja stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind. Prior steht hier in der Legende. Das heißt, das Gestrichelte ist die a priori Verteilung. Was heißt das? A priori der Datenerhebung, das passt zu unserer Nullhypothese, so wollten wir das auch, a priori unserer Datenerhebung, sagen wir jetzt aber, merken Sie, wie das keine Punkthypothese ist. Wir sagen nicht, der Unterschied ist Null, sondern wir sagen bayesianisch, naja, am wahrscheinlichsten ist eigentlich ein Wert bei Null, da hat diese Density, diese Prior Density ihren Peak, ja? Aber andere Werte, große, kleine Abweichungen auf Populationsebene, also dass tatsächlich so ist, dass die Medieninformatiker die Statistik wichtiger finden oder auch andersrum, dass die Psychologen sind glaube ich in der Richtung, wenn die mehr haben, die Statistik wichtiger finden. Beides ist für uns nicht ausgeschlossen, das zeigen wir durch diese spezielle, recht flache Prior-Verteilung an. Für die Nerds unter Ihnen, die es hoffentlich auch gibt, kann ich auch sagen, was wir hier benutzen, ist eine sogenannte Cauchy-Verteilung. Das ist auch ein ganz tolles Tierchen, da könnte ich jetzt auch ins Schwärmen kommen. Cauchy-Verteilungen spielen auch in Finanzmärkten und so eine große Rolle. Die sind ganz irre. Die haben nämlich gar keine so richtig bestimmbare Varianz, die ist gar nicht definiert und der Erwartungswert ist auch nicht so richtig definiert, weil die quasi auch sehr, sehr, sehr große Werte noch, Sie sehen das eigentlich hier, ist immer noch ein ziemlich großes Schwänzchen, ziemlich fetter Tail bei so einer Cauchy-Verteilung, können auch vorkommen. Braucht uns aber nicht interessieren. Also es ist eine Cauchy-Verteilung, aber ich wollte es nur erwähnt haben. Es musste einfach raus. Also das ist unser Prior. Und jetzt, nachdem die Daten reinkamen, hat sich eine Verschiebung ergeben, dahingehend, dass wir jetzt viel, viel mehr an einen wahren Wert hier so rund um minus 1 glauben würden. Und zum Beispiel sehen Sie diesen Effekt hier, deshalb sind hier bei 0 diese zwei grauen Punkte eingetragen. Wo hatte die a priori Verteilung ihren Peak und wo liegt, um wie viel hat sich da die Wahrscheinlichkeit verändert unter dieser anderen Hypothese? Dann sehen Sie, a posteriori, gegeben die Daten, sollte ich sagen, ist diese Wahrscheinlichkeit extrem abgesunken hier quasi. Ja? Und das wird uns jetzt hier noch beziffert. Wir sehen hier oben im Eck noch, ebenfalls nochmal, eigentlich, das ist einfach nur
nochmal eine andere Beschreibung, weil wir ja jetzt a posteriori eben nicht nur einen Schätzer haben, sondern eine ganze Verteilung von a posteriori Werten, können wir auch diese wieder mit dem beschreiben, was wir aus der Deskriptivstatistik können. Wir können sagen, was ist der Median, was ist der Modus, was ist der Mean etc. von dieser a posteriori Verteilung. Der Median ist eben minus 0.74 mit einem Konfidenzintervall von minus 1 bis minus 3. Das erinnert uns stark an das, was der konventionelle T-Test uns auch gegeben hatte für wo liegt der wahre Wert, quasi was ist ein Schätzer für den wahren Unterschied, der war da minus 0.8 mit einem ganz ähnlichen Konfidenzintervall. Also Sie sehen schon, in einem bayesianischen Vorgehen komme ich, obwohl philosophisch ganz anders gestartet, sehr oft bei sehr ähnlichen Werten raus. Aber ich kann eben andere Aussagen treffen. Und die wichtigste andere Aussage steckt jetzt hier oben noch drin, in dem, was hier BF heißt. Das ist der Base Factor. Und den schauen wir uns jetzt auch die nächsten Minuten noch genauer an. Der Base Factor ist, also es gibt, den gibt es anscheinend zweimal. Sie können sich selber mal einen Taschenrechner kurz nehmen und 1 durch 62 rechnen. Müsste genau dieser Wert hier rauskommen, weil das einfach Kehrwerte sozusagen voneinander sind, rund um 1. Bleiben wir mal bei diesem BF1. Das ist BF1.0 heißt, das ist die Konvention bei der bayesianischen Statistik, zu sagen, das ist der Basefaktor von der einen Hypothese, der H1, versus die Null-Hypothese, die H0. Das ist interessant, weil sowas hatten wir in der frequentistischen Statistik nicht. Da hatten wir nie auch nur eine Kennzahl, die uns mal irgendwie gesagt hätte, wie diese beiden Hypothesen sich von mir aus jetzt, so ist es hier, nachdem die Daten da sind, wie die sich zueinander verhalten. Also passen die Daten besser zu einem, besser zu anderen etc. Genau das sagt uns der sogenannte Base-Faktor. Wie plausibel, wie wahrscheinlich, kann ich euch sagen, sind die Daten unter der einen Hypothese, die ich hatte, verglichen mit, wie wahrscheinlich sind sie unter der anderen Hypothese. Und dieser sogenannte Pizza-Plot, den erkläre ich auch gleich noch ein bisschen mehr, der versucht es, das ist so die neueste Entwicklung in der bayesianischen Statistik. Ich hoffe, dieses Video hier altert gut und wir benutzen diese Pizza-Plots auch noch in ein paar Jahren. Die zeigen uns eben schön fürs bloße Auge an, was heißt denn ein Base-Faktor von 62? Das bedeutet, dass an dieser Pizza hier letztlich die Fläche, die rote Fläche, die Fläche, die quasi auf die Daten gegeben, die Alternativhypothese oder die Forschungshypothese, 62 mal so groß ist wie die Fläche, die auf das Szenario entfällt, dass diese Daten von der Nullhypothese hervorgebracht sind. So ein Pizza-Plot würden wir also sagen, die Alternativhypothese ist es. Ja, die Nullhypothese hat, hemdsärmlich gesprochen, keine Chance hier gegen die Alternativhypothese. Also, nochmal zusammengefasst, was zeigt uns dieser ganze Graph? Was zeigt uns so eine bayesianische Statistik? Im Übrigen muss man auch sagen, JASP und andere Programme, auch Jamovi, diese Bayesian-Module, liefern sowas, wenn Sie das in Ihre Bachelorarbeit reinmachen oder in Ihre Masterarbeit, dann ist alles fertig. Sie bekommen dann eine wirklich schöne Abbildung, die quasi publikationsreif ist. Also, was sehen Sie hier? Sie haben gezeigt, den Prior, den Sie vorher angenommen hatten, wir erwarten eigentlich keinen Unterschied, deshalb hat dieser Prior hier seinen Peak bei 0, aber wir blieben offen auch für Abweichungen in die eine oder andere Richtung. Das ist anders als bei einer frequentistischen Null-Hypothese nach Neyman Pearson oder Fischer, wo das üblicherweise eine Punkt-Hypothese war. Was haben wir noch? Wir haben dann die Posterior nach dem Update durch die Daten. Glauben wir, hat sich unser Glaube an den wahren Wert stark verschoben. Und hier oben hatten wir eben also mit dem Base-Faktor eine direkte Angabe, welche der beiden Hypothesen oder im Lichte welcher der beiden Hypothesen diese Daten irgendwie eigentlich wahrscheinlicher sind. Und der Base-Faktor sagt also, diese Daten zu beobachten, ist unter Geltung der Alternativhypothese H1 62 Mal wahrscheinlicher als unter der H0. Und das ist dann eine Aussage, mit der wir wirklich was anfangen können. Man kann, das mache ich jetzt nur ganz kurz, auch sich noch so einen Plot rausgeben lassen, wo man sagt, was, wenn ich meine Nullhypothese, weil, wie gesagt, in bayesianischer Statistik hängt alles nun davon ab, viel davon ab, wie ich den Prior wähle. Und entsprechend gibt uns dieses Programm hier sogar noch so einen Plot, wo wir sagen, wenn der Prior quasi doch fast wie so eine Punkthypothese gewesen wäre, ganz schmal, rund um 0, wie wäre dann die Evidenz? Oder wenn mein Prior noch breiter gewesen wäre,
sozusagen, das ist das, was hier als Width steht, die Width von der Prior-Verteilung. Das macht natürlich was damit, wie stark ich dann sozusagen die Daten update, mit den, also wie stark die Daten in der Lage sind, den Prior auch zu verändern. Und wenn ich einen ziemlich breiten, was wir hier aber sehen, mehr sage ich dazu nicht, aber was man an diesem Graph ganz schön sieht, es ist eigentlich ein bisschen egal. Die Daten sind so stark, das sehen Sie hier oben nochmal. Der Prior, den wir benutzt haben, das war der hier. Da hatten wir einen Base-Faktor von 62. Wenn wir den Prior viel, viel weiter gemacht hätten, fast flach, wäre es immer noch 50 Mal wahrscheinlicher, diese Daten unter einer Alternativhypothese zu beobachten, als unter dieser Null dann. Und wenn er irgendwie auch weiter wäre, es bleibt auf jeden Fall sehr hoch. Und das ist ein gutes Zeichen dafür. Sie sehen hier, das müssen wir uns gleich jetzt erst noch anschauen. Was heißt denn ein Base-Faktor von 3, ein Base-Faktor von 30? Wir haben einen Base-Faktor von 60. Was heißt denn das? Der ist theoretisch nach oben offen, der kann Richtung unendlich gehen. Oder auch Richtung 0 auf der anderen Seite. Was heißt denn das? Müssen wir uns gleich anschauen. Aber auf jeden Fall landen wir hier, egal wie wir den Prior gewählt hätten, bei ziemlich starker Evidenz, so die Konvention, ziemlich starker Evidenz für die Alternativhypothese. Genau, vieles hängt vom Prior ab, aber zum Glück auch nicht alles, wie wir sehen. Es war auch so ein bisschen egal, wir bekommen hier immer starke Evidenz für das, was uns interessiert. Der Base-Faktor erlaubt uns also endlich das zu beziffern, was wir eigentlich gerne machen würden und was in der frequentistischen Statistik so gar nicht geht. Was ist die Evidenz? Die relative Evidenz zumindest für die eine versus die andere Hypothese, jetzt wo wir diese Daten haben. Also inwiefern sind diese Daten kompatibler mit der einen als mit der anderen Hypothese? Das beziffert er uns, das gießt er für uns in eine Zahl. Und das sieht man nochmal ganz schön, wenn man sich diesen Ausdruck hier anschaut. Der hat, außer dass er sie jetzt wahrscheinlich wieder schwindelig spielt, warum so viele Ps und dann steht hier auch einfach nur Funktion. Das, was Sie hier sehen, sind letztlich, es ist eigentlich nichts Neues hier drauf. Es ist nur ein bisschen anders geschrieben. Machen wir es mal der Reihe nach. Fangen wir mal an, denken uns mal kurz, das mal kurz weg. Fokussieren uns mal kurz hier drauf. Was heißt denn das? Das hieße, das kennen wir leider ganz oft nicht, aber das hieße natürlich a priori jeder Datenerhebung, ist halt die eine Hypothese vielleicht wahrscheinlicher als die andere. Oder, könnte auch sein, wir sagen, die zwei Hypothesen, die Nullhypothese und unsere Alternativhypothese sind eigentlich gleich wahrscheinlich. Das wäre vielleicht der Fall, wenn man ganz neu auf ein Forschungsfeld zugeht. Ja? Was Sie hier sehen, sind eigentlich sogenannte Odds, nämlich eigentlich Prior Odds. Das sind ja quasi das Verhältnis von zweier Wahrscheinlichkeiten, das nennen wir auch Odds in der Statistik, das kennen Sie schon. Und wenn ich das einfach setze, als sage, die sind beide gleich wahrscheinlich, dann wird der Ausdruck genau 1, egal wie wahrscheinlich die Alternativhypothese ist und wie wahrscheinlich die Nullhypothese, wenn sie gleich wahrscheinlich sind, zum Beispiel sagen wir mal, die ist 0,6 oder 0,5 und die ist 0,5, dann fällt es weg, dann ist es nämlich 1, dann kann ich das auch im Weiteren ignorieren. Das ist ganz schön. Mache ich wieder weg. Und dann kann ich auch sagen, das hatten wir immer in grün gemacht, wenn ich fertig bin mit der Datenerhebung, dann sollte ich auch irgendwie ja mein Weltbild geupdatet haben. Dann sollte ich sagen, hat sich jetzt da irgendwas geändert? Glaube ich jetzt im Nachhinein eigentlich mehr an die eine Hypothese als an die andere? Also im besten Fall, wenn die empirische Untersuchung, die Sie sich hier mühsam aus dem Leib schneidern, etwas bringen soll, ja, dann sollte die natürlich helfen, zwischen solchen zwei Hypothesen zu entscheiden, richtig? Und entsprechend sollte posterior, wenn sie zum Beispiel vorher 1 war, sie hinterher nicht mehr 1 sein, die posterior Odds, sondern die sollten sich zugunsten oder zu Ungunsten ihrer Forschungshypothese verschoben haben. Dann haben sie wirklich was gelernt. Das heißt auch, es steuert alles so ein bisschen darauf zu, dass man sich fragt, was machen die Daten, wie wahrscheinlich waren die Daten, das sind immer die gleichen Daten, sie haben nämlich nur einmal Daten erhoben, also diese Daten sind gleich den Daten. Wie wahrscheinlich sind die Daten unter der einen Hypothese versus wie wahrscheinlich sind sie unter der anderen Hypothese? Und genau das kann ich mir ja vorstellen, diesen Ausdruck, dieses rote hier, wie so ein Updating-Faktor, oder? Also ich habe irgendwie a priori Wahrscheinlichkeit zwischen zwei Hypothesen. Jetzt kommen Daten rein, die sollen was mit diesem Verhältnis dieser Wahrscheinlichkeit der Hypothesen machen.
damit ich hinterher schlauer bin. Ja? Und das, dieses, damit ich hinterher schlauer bin, dieses Updating, das macht dieser Term. Und entsprechend kann ich sagen, dieser Term ist eigentlich, man bezeichnet ihn technisch auch als die Ratio, die Likelihood Ratio. Für unsere Zwecke sagen wir, das ist eigentlich der Base Factor. Dieser Ausdruck hier. Das heißt, der Base Factor sagt uns nichts darüber, ob, das steht hier hinten in dem Prior drin, ob die eine Hypothese eigentlich irgendwie viel plausibler ist als die andere, aber die Daten sind auf jeden Fall wesentlich plausibler, zum Beispiel unter der einen Hypothese als unter der anderen. Das wäre ein sehr großer Base Factor. Es kann aber auch sein, dass rauskommt, die Daten sind unter der einen wie unter der anderen Hypothese gleich plausibel, dann kommt ein Base Factor von etwa 1 raus. Und das, dann ist eben nicht so viel gewonnen, weil dann habe ich hier 1 und dann wird quasi, wenn das hier, sagen wir mal, das wäre ungefähr 1 und sagen wir mal, hier wäre es so, dass eigentlich die Nullhypothese wesentlich wahrscheinlicher ist. Also sagen wir mal, die ist 5-mal so wahrscheinlich. Ja, wenn dann der Base-Faktor etwa, ich schreibe hier auch einfach mal Base-Faktor nochmal drüber, wenn der auch ungefähr 1 ist, ja, dann kommt halt hinterher auch wieder sozusagen das Gleiche raus, dann sind die Posterior Odds gleich wie die Prior Odds, dann war die Studie nicht so hilfreich. Wenn aber eben der Base-Faktor sehr, sehr groß ist, dann ändere ich meine Prior Odds zu meinen Posterior Odds sehr stark und habe wirklich was gelernt. Oder wenn das sehr klein ist, habe ich auch wirklich was gelernt, dann habe ich nämlich hinterher vielleicht viel mehr Glaube an meine H0. Jetzt habe ich diesen Slide schön vollgekritzelt, macht aber nichts. Wir können das uns hier an diesem Beispiel, an einem anderen Beispiel auch nochmal angucken, nämlich an einem Fall, ja, geh nochmal zurück, Verzeihung, ach, den ich gerade hier doch für Sie, wo ich das zu Ende gesprochen hatte, das sage ich jetzt auch nochmal. Wenn ich hier sage, wenn dieser Base-Faktor also sehr, sehr klein wird, dann kann ich quasi auch hier darauf hinzusteuern, für dahin viel stärker an die Nullhypothese zu glauben. Und das wäre wirklich ein Zugewinn, wenn ich sagen könnte, ich konnte die Nullhypothese nur, also nicht nur halt leider nicht verwerfen, sondern ich kann wirklich sagen, da ist Evidenz für die Nullhypothese drin in diesen Daten. Ja? Und das schauen wir uns mal kurz an einem Beispiel an, wo wir vielleicht auch übereinkommen, dass die Nullhypothese auch wirklich die sein könnte, die wahr ist. Ich könnte nämlich jetzt sagen, die Relevanzschätzung von Statistik hängt vom Zungenrollen-Können ab. Das könnte meine Forschungshypothese sein. Und die Nullhypothese dazu könnte sein, die Relevanzschätzung für Statistik, Relevanzeinschätzung für Statistik hängt natürlich nicht vom Zungenrollen-Können ab. Das hat nichts miteinander zu tun. Wenn ich das in so eine bayesianische Untersuchung stecke, die Daten dazu habe ich, das kann ich fragen, weil wir haben in unserer Semesterumfrage ja sowohl das Zungenrollen-Können erhoben, können das also jetzt als so einen Gruppierungsfaktor benutzen, also als so eine unabhängige Variable und können als abhängige Variable wiederum die Relevanzeinschätzung nehmen. Dann haben wir hier wieder eigentlich den gleichen Prior wie vorhin. Gehe ich kurz zurück und nehme diesen Stift. Hier haben wir wieder den Prior, der bei 0 eigentlich biegt und dann ziemlich breit ist. Und jetzt kommen die Daten rein, wir schauen uns also die 88 Relevanzeinschätzungen ein, vergleichen die Zunge rollen können, mit denen, die nicht die Zunge rollen können. Und was passiert? Die ganze Schätzung des wahren Wertes, die stabilisiert sich sogar rund um 0. Die Wahrscheinlichkeit des wahren Wertes 0 steigert sich ja eigentlich und das Ganze wird sozusagen schmaler. Und was dann passiert, ist, dass der Base-Faktor entweder, ich kann es jetzt entweder so rum ausdrücken, dass ich sage, die Daten sind unter der Nullhypothese 3,5-mal wahrscheinlicher als unter der Forschungshypothese, nämlich dass es was miteinander zu tun hat, mit dem Zungenrollen können. Oder ich kann umgekehrt sagen, sie sind nur ein, ich kann es auch andersrum, Kehrwert zu 1 ausdrücken, kann sagen, die Daten sind unter der Alternativhypothese nur ein Drittel so wahrscheinlich, wie sie unter der Nullhypothese sind. Läuft das Gleiche hinaus? Diese rote Fläche hier, für kurz gesagt, die Alternativhypothese ist jetzt nur ein Drittel so groß wie das. Also quasi, wir können sagen, ein Viertel steht drei Viertel Fläche gegenüber hier im Pizza-Plot, der auf die Daten gegeben, die Nullhypothese entfällt.
Das heißt, wenn Sie so einen Pizzaplot sehen, wenn Sie Ihre erste bayesianische Analyse vielleicht mal selber machen, im Extra oder in der Bachelorarbeit, vielleicht ist das für Sie praktisch zu nutzen, dann sehen Sie vielleicht so einen Pizzaplot und dann müssen Sie sagen, oha, ich habe aber auch was gelernt. Ich habe nämlich a posteriori jetzt wirklich eigentlich noch viel mehr Glauben an die Nullhypothese als vorher. Und damit haben Sie wirklich Evidenz für die Nullhypothese geschaffen mit Ihrer Studie. Ja? Und das ist natürlich dann auch schön. Hier ist es ebenfalls so, dass natürlich große Stichproben besser in der Lage sind, Evidenz für irgendwas zu schaffen. Aber wenn Sie zum Beispiel eben 200 Leute in einer Online-Studie untersucht haben und Sie finden einen Zusammenhang einfach nicht, dann hätte der Signifikanztest Ihnen einfach gesagt, die Nullhypothese kann nicht verworfen werden, weil die Daten passen ganz gut zur Nullhypothese. Während Sie hier in einem bayesianischen vielleicht sehen würden, oha, die Nullhypothese ist, nachdem die Daten drin sind, wirklich die hat an Wahrscheinlichkeit eigentlich gewonnen. Wir glauben eher an die Nullhypothese, als wir es vorher getan haben. Wir haben Evidenz für die Nullhypothese geschaffen. Und das geht mit diesem Updating von Priors hin zu Posteriors eben sehr schön. Und auch hier sieht man, dass es ein bisschen was davon abhängt, wie man diesen Prior wählt. Aber es läuft darauf hinaus, dass wir eigentlich immer zumindest moderate Evidenz für die Nullhypothese haben. Jetzt haben wir gesehen, Base-Faktoren rund um die 50-60 waren jenseits von Gut und Böse. Da stand irgendwie very strong evidence, in dem Fall für die Alternativhypothese. Hier ist es jetzt quasi ein Base-Faktor von entweder 3 oder ein Drittel, je nachdem wie man will, aber auf jeden Fall näher bei 1. Und da steht dann hier moderate. Jetzt ist also wirklich die Zeit, dass wir uns mal doch angucken, was zumindest für Konventionen im Feld gibt, wie Base-Faktoren so bewertet werden. Und die Konventionen, die gehen letztlich auf Jeffries, glaube ich, viel zurück. Jeffries war eigentlich, glaube ich, dass ich nicht lüge, also kein Statistiker im engeren Sinne, sondern ähnlich wie Fischer Genetiker war Jeffries, glaube ich, entweder auch Genetiker oder war der Physiker. Aber auf jeden Fall, eigentlich würde man sagen, ein Anwender, der aber wie so viele bis ins 20. Jahrhundert hinein letztlich ihre eigene Mathematik und Statistik eben auch mit erfinden mussten für ihre Probleme. Und Jeffries hat sich sehr um diese Idee von dem Updating von Priors verdient gemacht und ist so ein Säulenheiliger in der bayesianischen Statistik. Also, wir haben mindestens zurückgehend auf Jeffries in den 40er, 50er Jahren, ist das so erschienen, so eine Konvention, die wir uns im Feld eigentlich halten. Wenn ein Base-Faktor etwa 1 ist, dann ist es, denken Sie an diesen Slide gerade mit den Prior Odds, die dann zu Posterior Odds werden, durch die Multiplikation mit diesem Base-Faktor. So, dass also 1 quasi uns auch nicht weiterhilft. Wenn aber zum Beispiel das irgendwo so Richtung 3 geht, der Base-Faktor, dann ist es ja also im Pizza-Plot so, dass die Fläche für die Alternativhypothese schon dreimal so groß wäre wie für die Nullhypothese. Verzeihung. Dann würden wir sagen, ja, das geht schon in die Richtung, man würde noch nicht wahnsinnig starke Schlüsse auch darauf bauen. Man würde sich auf weitere Studien warten, größere Studien. Aber man würde sagen, ja, es ist immerhin anecdotal evidence für die H1. Und wenn wir dann irgendwie einen Base-Faktor von zwischen 10 und 30 haben, sprechen wir von strong evidence. Und dann, wenn das sozusagen durch die Decke geht, relativ von 100, es könnte aber auch mal in die Tausende gehen, je nachdem, wie abwegig sozusagen einfach die Nullhypothese relativ zur Forschungshypothese ist, da können auch ist nach oben offen sozusagen, ist ein Verhältnis von zwei positiven Zahlen, kann quasi auch, wenn die eine sehr, sehr klein ist, ein sehr großer Wert werden. Also haben wir quasi auch teilweise, was man vielleicht Extreme Evidence nennen könnte. Und es geht eben auch in die andere Richtung, drückt sich es gegen Null. Je näher an der Null, umso mehr Evidenz für die H0 haben Sie. Und da ist es quasi jetzt immer symmetrisch zur 1. Also würden Sie sagen, wenn es ab 3 etwa Evidenz für die Forschungshypothese ist, dann würden Sie sagen, ab einem Drittel oder kleiner sprechen wir von Evidenz für die Nullhypothese. Ja? Und wie gesagt, Sie haben aber gesehen, Sie können quasi so einen Base-Faktor 1,0 schreiben. Das wäre das, was man hier sieht. Und das ist aber quasi einfach 1 durch den Base-Faktor umgedreht. Da das also in so einem einfachen Verhältnis zueinander steht, ist es auch so ein bisschen egal, mathematisch, ob da gerade steht BF.03 oder BF gleich 3. Aber Sie müssen natürlich wissen, wie rum der Base-Faktor formuliert ist. Und das ist auch eine Quelle der Verwirrung, auch für Anwenderinnen und Anwender.
Also nochmal, ein Base-Faktor von 3 hieße also, oder von 2,7, das ist so ein typischer Base-Faktor übrigens, wenn der P-Wert in einem konventionellen Signifikanztest auch gerade so an der konventionellen Signifikanzschwelle war, dann würden wir sagen, ja, das ist aber halt Anecdotal Evidence. Sie haben zwar eine größere, Sie wären weniger überrascht, wenn die Daten von der Alternativhypothese hervorgebracht wurden, aber immerhin ein Viertel dieser Fläche, also 3 zu 1, ein Viertel dieser Fläche entfällt auch noch auf die H0. Und es kann aber eben, das ist der große Vorteil, hatte ich jetzt schon vielfach gesagt, auch dahin gehen, dass wir sagen, wir haben wirklich mit dieser Studie Evidenz für die Nullhypothese geschaffen. Also, oder für eine der beiden Hypothesen. Und eine kann eben oft so eine Art Null-Hypothese sein. Und eben ein Base-Faktor von .02, .01, .0001 könnte auch sein, wäre dann also in dieser Formulierung Evidenz für die Null-Hypothese. Sie haben hier nochmal einen Comic drin, den werde ich jetzt nicht komplett vorlesen, aber Sie können den selber mal studieren. Die kommt von den Machern von JASP rund um AJ Wagenmarkers, wo Sie nochmal visualisiert bekommen, was so ein Pizza-Plot quasi bedeutet. Und ich habe die Formulierung dafür jetzt schon immer einfließen lassen, nämlich wenn wir sagen, ein Base-Faktor wäre zum Beispiel 3, dann heißt das also, ja, die Daten sind unter der Alternativhypothese dreimal so wahrscheinlich zustande zu kommen wie unter der Nullhypothese. Und in dem Fall wird es hier mal visualisiert mit so zwei verschiedenen Pizza-Belägen, nämlich mit Salami-Pizza-Belag oder mit nur Mozzarella-Pizza-Belag. Und der Base-Faktor kann quasi rücktransformiert werden, wenn man so will. Wenn man annimmt, die sind eigentlich ursprünglich gleich wahrscheinlich, die Hypothesen, dann könnte ich das auch als Proportion ausdrücken und könnte wieder sagen, also das entspricht quasi einer Wahrscheinlichkeit oder einer Proportion oder einem Anteil von 3 Anteilen Pizza, stehen 4 Anteile insgesamt gegenüber, nämlich 3-mal Pizza, 1-mal Mozzarella. Dann macht man da so eine Pizza draus und da bleiben Sie sozusagen sehr im Bild mit diesem Comic. Und jetzt stell dir vor, du steckst deinen Finger einfach blind in diese Pizza rein. Wie überrascht wärst du jetzt sozusagen, wenn du jetzt hier in dem Fall zum Beispiel Mozzarella am Finger hast? Solltest du überrascht sein? Ja, du solltest eher überrascht sein, weil sozusagen weniger Fläche hier auf diese Hypothese entfällt. Also, wenn man einen Pizza-Plot kennt, kann man sagen, das diktiert dir sozusagen, was dich jetzt überraschen sollte, wenn es wahr ist. Und je mehr Fläche eine Hypothese quasi in diesem Pizza-Plot einnimmt, umso weniger überrascht wären wir, dass sie eigentlich sozusagen wahr ist oder dass sie den wahren Parameter umfasst. Ich glaube, hoffe auf den Slides vorher den Pizza-Plot schon ganz gut erklärt zu haben, aber wer Lust hat, kann sich das hier an dem Comic nochmal ein bisschen anders angucken. Einen letzten Punkt vielleicht, einen letzten Gedanke noch, dann sind wir mit der bayesianischen Statistik auch durch. Wir hatten jetzt gesehen und gesagt, so ein großer, wichtiger Unterschied ist, dass ich sage, ich drücke bis zum Schluss, auch bis ich fertig bin, versuche ich gar nicht irgendwie einen Wert zu abzulehnen oder zu beweisen oder so, sondern ich sage, mein Glaube an mögliche wahre Werte verteilt sich sowieso immer. Hoffentlich schaffe ich es allerdings, so eine Ballung hinzubekommen und irgendwo eine starke Verteilung rund um den wahren Wert hinzubekommen. Und dann ist das auch eine starke Basis für zukünftige Studien. Kann ich also nicht sagen, wenn ich eh so eine Verteilung habe, dann ist das auch eben sehr eng verwandt mit dem, was wir gerne vom Konfidenzintervall auch wollten, nämlich so eine Spannweite plausibler Werte. Und jetzt ist es so, dass in dieser bayesianischen Statistik das eigentlich viel mehr Sinn macht, muss man sagen. Nämlich, wir können sagen, klar, das kriegen wir eigentlich frei Haus geliefert. Wir bekommen nämlich ja so eine Verteilung und wir könnten einfach sagen, das ist die a posteriori Verteilung, richtig? Das ist hier diese durchgezogene. Und dann kann ich einfach fragen, zwischen welchem Wert und welchem Wert liegt 95% der Fläche dieser Posteriori-Verteilung. Das ist alles, was ich bestimmen muss. Ich muss sozusagen, wenn Sie so wollen, Perzentile dieser wie auch immer geformten A-Posteriori-Verteilung mir angucken und kann dann sagen, hier zum Beispiel in diesem roten Bereich liegen 95% der Fläche unter dieser Kurve. Also mein ganzer Glaube sozusagen verteilt sich ja a posteriori irgendwie unter dieser schwarzen Kurve. Das ist die Fläche. Die zusammen muss immer 1 sein. Aber wo liegen 95% davon? Da könnte ich zum Beispiel sagen, so, und das wäre dann
ganz genau ein sogenanntes Credibility-Intervall oder Kredibilitätsintervall, was praktisch genauso verwendet wird wie ein frequentistisches Konfidenzintervall. Mit dem Unterschied wiederum würde ich sagen, dass das sogar ein bisschen intuitiver ist. Beziehungsweise, um es ketzerisch zu sagen, so wie wir gerne ein Konfidenzintervall interpretieren würden, wir würden nämlich ja eigentlich immer gerne sagen, der wahre Wert liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit in dem Konfidenzintervall. Wir haben sehr eindrücklich gelernt, dass wir das nicht sagen können beim frequentistischen Konfidenzintervall, sondern wir können nur sagen, das Konfidenzintervall ist konstruiert auf eine Art, dass es in 95% der Fälle den wahren Wert überdecken wird, wo immer der auch liegt. Und das war auch eben dort keine Plausibilitätsaussage, wo der liegt. Hier, oder keine Wahrscheinlichkeitsaussage. Hier machen wir das jetzt ganz explizit, dass wir unseren Glauben in so einer Density ausdrücken an den wahren Wert. Und unser Glaube hat sich eben in dem Fall ja ebenfalls verändert. Wir glauben, das ist jetzt hier nochmal das Zungenrollen-Relevanzeinschätzungsbeispiel. Wir glauben weiterhin an einen Wert rund um 0. Wir glauben weiterhin an einen Wert um 0. Aber sogar viel enger als vorher. Ein 95% Kredibilitätsintervall wäre sozusagen hier sogar enger gefasst als vorher. Genau. Zum guten Abschluss dieses Videos. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde 5 Minuten. In 5 Minuten vielleicht noch kurz den wirklichen Abschluss dieses Kurses. Das war heute nochmal so eine ganz andere Art, an Inferenzstatistik ranzugehen, diesem Bayesianischen. Und mir ist es wichtig, dass Sie die Grundideen aus diesem Video mitnehmen. Wenn wir das aber alles mal zusammenfassen, was wir jetzt dieses Modul gemacht haben und versuchen, so eine Art hippokratischen Eid für Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls zu formulieren, dann könnten wir sagen, lassen Sie uns unsere Daten möglichst transparent zeigen. Also lassen Sie uns unserer Audience, unseren Lesern, unseren Kunden, mit immer wem wir es zu tun bekommen, unsere Daten als Boxplots zeigen, als Dotplots, für abhängige Stichproben auch gerne solche Spaghetti-Plots, also wenn Datenpunkte was miteinander zu tun haben, denken Sie an das Beispiel mit vor und nach einer Therapie, dann machen wir gerne so Spaghetti-Plots. Wir zeigen dann also quasi tatsächlich die 40 Datenpunkte vorher, die 40 Datenpunkte nachher, zeigen an, welche zusammengehören. Das ist sozusagen das, was unseren Leserinnen, unseren Betreuern, unseren Kunden später im Qualitätsmanagement oder so erlaubt, letztlich die Daten selbst für uns selber so zu einer Einschätzung zu kommen, wie haben sich die Daten eigentlich verteilt. Lassen Sie uns darüber hinaus einen Schwerpunkt legen auf das, was ich Estimation Thinking genannt habe. Fragen Sie nicht einfach, ist es signifikant, sondern versuchen Sie zu fragen, wie groß ist der Effekt, den ich da eigentlich habe in meiner Stichprobe. Und was sagt mir das über das, was auf Populationsebene los ist? Also versuchen Sie, Intervallschätzungen zu berichten, wo es nur möglich ist, Konfidenzintervalle für mittlere Unterschiede zu berichten, um auch das, was in der Inferenzstatistik jeweils interessiert, das haben Sie ja jetzt gesehen, wir haben in der Inferenzstatistik gesehen, für die Inferenzstatistik ist es per se erstmal nicht so wichtig, wo die Datenpunkte liegen. Das wollen wir aus Transparentgründen auch zeigen, aber für die Inferenzstatistik geht es darum, plausible Wertebereiche zu identifizieren, kompatible Wertebereiche zu identifizieren, wo der wahre Populationswert eigentlich liegen würde. Das ist für das Entscheiden, für das Policymaking, für die Zukunft, für zukünftige Studien natürlich extrem wichtig. Sprich, Konfidenzintervalle berichten und ob Sie das über solche bayesianischen Kredibilitätsintervalle machen oder über frequentistische Konfidenzintervalle ist jetzt sehr, sehr nachrangig in dem Fall. Aber dass Sie überhaupt Intervallschätzungen angeben, ist wichtig. Und daraus folgt auch, dass Effektstärken einen besonderen Rang für uns einnehmen sollten. Ich würde sagen, auch für Ihre Schlussfolgerungen mindestens so wichtig sein sollten in Ihrem ganzen Denken wie die Signifikanztests, zu sagen, wie groß war der Effekt in meiner Stichprobe und im besten Fall das verbinden mit einer Schätzung, ähnlich wie wir es hier in JASP gesehen haben, mit einem Konfidenzintervall für die Effektstärke auf Populationsebene. Wenn Sie zum Beispiel für R oder für Odds Ratio, also Pearsons R oder Odds Ratio, ein Konfidenzintervall ausrechnen, dann bekommen Sie das quasi direkt geliefert. Dann haben Sie direkt das Konfidenzintervall, sagt Ihnen ja,
was sind plausible Werte auf Populationsebene. Und das ist eben das, was Ihre Leserinnen und Leser und Sie selber auch interessieren sollte. Ja, und wenn wir Signifikanztests verwenden, machen wir uns aber vorab Gedanken darüber, was das gewünschte Fehlerniveau ist. Wir überlegen uns auch, was wir schlimmer finden, einen Alpha-Fehler zu machen oder auch einen Effekt nicht zu finden, obwohl er da ist, so einen Typ-2-Fehler zu machen. Und auch wenn wir in der Statistik 1 jetzt noch nicht so ganz gelernt haben, wie wir unsere Stichprobengröße kontrollieren, sodass der Typ-2-Fehler auch kontrolliert wird, das ist die sogenannte Power, und das machen wir, die meisten von Ihnen, mit mir im nächsten Semester in Statistik 2, dann ist es trotzdem wichtig, dass Sie mitnehmen aus diesem Kurs, ich mache nicht einfach 5%, sondern ich überlege mir, warum ich 5% mache, als Alpha-Signifikanzniveau oder als 95% Konfidenzintervall und was die Konsequenzen dieses Handelns sind. Nämlich, Sie handeln damit, Sie stellen damit die Weichen für das, wie Ihr Signifikanztest funktioniert. Und ganz wichtig zum Abschluss, wir machen nicht den sehr häufigen Fehler, und der ist also nur menschlich, der ist naheliegend, aber den versuchen wir zu vermeiden, dass wir die P-Werte, wie sie uns auch von den Statistikprogrammen immer mitgeliefert werden für solche Teststatistiken, also dieses Fischersche Konzept des, wie wahrscheinlich sind diese oder noch extremere Daten, wenn diese Nullhypothese wahr ist, diese bedingte Wahrscheinlichkeit, die nicht als Evidenz für oder gegen die Forschungshypothese zu missinterpretieren. Wir haben heute nochmal in der bayesianischen Formulierung gesehen, dass man das dort auch explizit machen kann. Man kann explizit sagen, wie wahrscheinlich ist denn a priori überhaupt die eine über die andere Hypothese. Wir sehen daran nochmal, wie weit weg das ist von dieser Formulierung der Hypothesen im Signifikanztest, wo über die Wahrscheinlichkeit dieser Hypothesen überhaupt nichts ausgesagt wird. Ja? Und wenn wir doch mal in die Lage kommen wollen, dass wir wirklich zwei Hypothesen gegeneinander wirklich direkt vergleichen wollen, und das wollen wir eigentlich sehr oft, dann ist der Base-Faktor dahingehend geeigneter, weil er uns wenig sagt, wenigstens sagt, passen die Daten besser zu einem als zu anderen Hypothesen. Damit bin ich am Ende der Statistik 1 angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat dieser wilde Ritt durch die Deskriptivstatistik, durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung haben wir uns durchgeschlängelt, um auf der anderen Seite mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen alles zur Hand zu haben, um Inferenzstatistik zu machen. Und Inferenzstatistik haben wir eigentlich auf drei Arten gemacht, könnte man sagen. Wir haben doch zum einen erstmal geschätzt, Punktschätzungen, Intervallschätzungen gemacht. Dann haben wir getestet mit dem Signifikanzniveau. Und jetzt zum Schluss haben wir ja, auch so ein Hybrid uns ein bisschen angeguckt mit der bayesianischen Statistik, die nämlich versucht, bis zum Schluss, bis a posteriori, bis hinter den Daten, so eine Wahrscheinlichkeit mitzunehmen und auch letztlich auszudrücken, wie sehr man eigentlich an bestimmte wahre Werte nun glaubt, nun, wo die Daten im Kasten sind. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem Material und Ihnen eine gute Zeit und auf bald.